Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen nach dem heutigen Zweitbundesligaspiel TSV Eisenach gegen den ASV Hamm-Westfalen. Der bei 1804 zahlende Zuschauer haben ein spannendes Spiel, auch mit vielen Toren. Herzlich willkommen, die Spannenspiel, der Trainer unserer Gäste. Von Eisenacher Seite natürlich, jawohl. Zuerst das Wort an den Gäste, kurz sein Statement. Ja, Glückwunsch an Christoph und an Eisenach zum Sieg. Ich glaube, es ist uns etwas zu hoch ausgefallen. Wir hatten bis zum 50. haben wir unentschieden geschafft. Hinten raus, dadurch, dass wir geöffnet haben, wurde es dann auf 6 Tore. Ja, wir haben so ein bisschen den Start verschlafen. Wir hatten 17-13 in eine Pause gegangen. Es fehlte so ein bisschen die Torwartbälle. Hier das Plus auf jeden Fall an der Vorderseite. Sind dann aber besser rausgekommen. Dennis hat ganz gut gehalten. Und dann immer die Chance zum Ausgleich, das haben wir nicht geschafft, das hatten wir dann in der 49. Minute. Und haben dann in der Phase auch bei dem Wechsel der Deckung 2 frei von Christoph ausgelassen. Wir haben eigentlich freigespielt und Christoph Neureuth, ich glaube einmal wirft er daneben an Pfosten und einmal hält er, wo er auch ganz lang war. Das waren so 2 entscheidende Dinge mit, wo wir den Gegenstoß kriegen und dann ja, merkte man ihn mit dem Kopf auch. Also dann irgendwie das nochmal wieder zu erarbeiten, war dann auch echt schwierig. Ja, wir müssen jetzt zusehen, dass wir unsere Kräfte bündeln, das ist nicht ganz so einfach. Björn Sindel ist ja kurzfristig noch ausgefallen, jetzt ist Julia Bussel, wird, denke ich, auch nicht spielen können am Sonntag, der ist die Schulter kaputt, die hängt runter. Lars Gudert hat einen in den Rücken bekommen, das sieht auch nicht gut aus, also wir müssen mal gucken, wie wir überhaupt da aufbauen können. Aber nichtsdestotrotz Glückwunsch an dich, Christoph, und ja, viel Erfolg bei dir. Danke dir. Ich glaube, da ist mir erstmal dann bei dir dran. Ja, danke erstmal für die Glückwünsche und ich hoffe natürlich, dass die Verletzungen, die heute dazugekommen sind, nicht euch weiter zurückwerfen. Wir haben heute auch gewusst, dass das eine anspruchsvolle Partie für uns werden wird. Wir haben sicherlich den Bonus, dass wir zu Hause spielen, am Ende dann genutzt. Nils hat das schon beschrieben. Wir hatten sicherlich die bessere erste Halbzeit. Haben dort am Anfang sehr, sehr gut gedeckt. Ich denke, da können wir noch 1-2 Bälle mehr vielleicht erhalten. Aber in Summe kommt dann Jan rein in der ersten Halbzeit und hilft uns dann eben halt mit ein paar Freien. Also von daher ging diese Führung 17-13, erste Halbzeit, sicherlich auch von dem Spielverlauf her in Ordnung. Wir haben uns versucht, über diese Abwehrarbeit auch in das Spiel irgendwo reinzubegeben. Das hat sicherlich gut geklappt. Auch wenn wir heute mal in Summe 30 Tore bekommen haben, war das sicherlich trotzdem das, was sehr wichtig war. Was diese Phase betrifft des Unentschiedens, klar, ich hatte es eben schon mal angesprochen, das ist eine Mannschaft aus Hamm, die gute Spieler hat, die gut spielt. Wir wussten, dass das schwierig wird. Wir hatten die Vorbereitung darauf getroffen, die haben Bietig eingeschlagen, hatten andere Ergebnisse, die äußerst knapp, ich denke mal auch unglücklich irgendwo ein bisschen waren. Und das hat sich einfach nur bestätigt. Und deswegen umso schöner, dass wir dann bei dem Gleichstand nochmal mit unserer Halle im Rücken und guten Aktionen, die wir auch gemacht haben, uns befreien konnten. Am Ende, Nils hat es gesagt, ist es sicherlich mit diesem 6-Tore-Sieg nicht ganz dem Spielverlauf entsprechend, denn wir mussten dann probieren, nochmal in Ballbesitz schnell zu kommen und dadurch die Abwehr öffnen. Das haben wir auch gut gelöst. Auch immer da vielleicht aus meiner Sicht 1-2 Bälle zu viel auch zu früh weggeben. Aber nichtsdestotrotz macht es dieser Mannschaftsleistung mit den auch für uns wenigen Spielern, die sich heute wieder so reingekniet haben, keinen Abbruch. Und ist auch schwierig, jemanden herauszuheben. Man kann sagen, Thomas Obermann hat ein super Spiel gemacht. Die 7 Meter vor allen Dingen sicher auch getroffen. Das ist sehr wichtig gewesen in so einem Spiel, was eng ist. Wir hatten sicherlich auch mit Duje wieder einen guten Spieler, vorne wie hinten. Und mich freut es auch sehr, dass Marcel Niemeyer, ich würde fast sagen, eins seiner besten oder das beste Spiel heute gemacht hat im TSV-Trikot. Hat ein super Spiel gemacht und hat neben dem Tor noch ein paar 7 Meter rausgeholt. Super verteidigt auch mit. Das war sehr erfreulich. Und noch eine Sache möchte ich anmerken. Ich freue mich auch, dass Daniel Lücker und super in der 5-1-Abwehr mit der Umstellung, die war sicherlich gerade bei diesem Unentschieden nochmal wichtig.
hat nochmal entscheidende Impulse auch im Abwehrbereich gebracht, auch wenn er offensiv heute nicht den allerbesten Tag hat, aber also eine Abwehr leistet über alle Spiele und so auch heute. Ja, kann ich nur nochmal herausstreichen, weil das vielleicht in der Statistik nicht so ganz auftaucht. Vielen Dank. Gute Abweiter. Trainer gehört. Wer jetzt noch Nachfragen hat, ich weiß, einige Kollegen, da schreiben mit 5 Sitzen in der Halle, weil sie ihre Seite fertig machen müssen für morgen. Deswegen wird sie leider nicht hier dabei sein. Wenn ihr jetzt keine Fragen habt, ich weiß, es ist trotzdem schwer. Wir haben Doppelspielwochenende. Ja, ganz kurz Blick auf den Sonntagsspiel gegen MC. Genau. Ja, ich weiß, ihr habt das Spiel verletzt, aber zu Hause ziehen. Ja, das genau. Im Derby ist immer ein besonderes Spiel auch für uns und natürlich wollen wir das gewinnen. Ja, und uns geht es nach Dessau? Ja, für uns geht es nach Dessau. Das lief eben noch das Spiel. Wir erwarten dort eine sehr aggressive und ja, bisher auch einen erfolgreichen Aufsteiger, der schon einige Punkte gesammelt hat. Also da müssen wir uns sicherlich auf einen Fight auch einstellen. Das werden wir machen mit einem lockeren Training morgen Nachmittag, aber erst nach unserem eigenen Bundesligaspiel, was wir sicherlich auch einige anschauen werden. Und dann werden wir Video gucken, uns darauf vorbereiten, auch unsere Kräfte versuchen zu bündeln, die jetzt noch verbleiben. Wir hatten ein, zwei Leute, die heute nicht gespielt haben und die können sich auch darauf einstellen, dass in Dessau sie auch da wieder Anteile haben werden, vielleicht ein bisschen mehr als heute. Und ja, dann müssen wir uns morgen was einfallen lassen. Haben wir uns außer dem Trainerteam noch nicht mit beschäftigt, denn das stand heute an erster Stelle, dieses Heimspiel gehabt. Und ab morgen Nachmittag gehen wir nochmal konkreter in die Vorbereitung und versuchen natürlich auch dort was Zählbares mitzunehmen. Ich weiß, dass viele Fans gefahren werden, freuen wir uns drüber. Wir hatten schon eine klasse Unterstützung in Rinnbar. Und ich denke auch in Dessau werden unsere Fans, die mitreisen, wieder zu einem gelungenen, stimmungsvollen Zweitligaspiel beitragen. Gut, da wollte ich noch ganz schnell die vorliegenden Ergebnisse des heutigen Abends, der Spiele, die auch 19:30 Uhr begonnen haben. Hüttenberg-Leutershausen 31:24, Aue gegen Neuhausen 32:29 und 26:26 unentschieden trennen sich Ferndorf und St. Louis. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, ich weiß, ihr wollt nach Hause. Doch, Herr Breitbach, bitte. Glaube ich, gefühlte 10, 7 Meter, Thomas Wittmann. Ja, das wäre. Das nehme ich ihn aber jetzt mit dem Max Hündig vergleiche. Nur mal vergleiche und ich denke, Thomas Stoppmann ist ja vielleicht von der Erfahrung noch eine Lücke zu höher einzusetzen. Haben Sie den Eindruck, dass er sich außen mehr versteckt hat oder genug gearbeitet hat? Mir ist keine einzige Kreuzung hinter Miak aufgefallen. Ich habe mitgeschrieben, 3 Einläufer von außen, als am offen gedeckt hat, ansonsten hat er sich da auch recht festgenagelt. Ich meine, die Qualität hat sich ja durch diesen wieder gezeigt und hat das Spiel auch entworfen. Aber ich denke, angesichts eines solchen Sieges darf man eine kritische Nachfrage stellen. Ich finde dieser Vergleich Max Hönig mit Urban lässig. Weil Urban ist ein Außen, Max Hönig ist ein willkommen rechts, der Vergleich passt überhaupt nicht. Ja, aber Max Hönig ist auch von außen gekreuzt. Nee. Gut, wir lassen die Aue vielleicht noch ganz kurz sprechen. Es war die Frage, 11 Tore, Thomas Urban, aber nach Herrn Breitbarts Meinung von außen. Wie Nils hat schon etwas angesprochen, was gar nicht so unrelevant ist. Wir haben hier einmal über den Rückraumspieler und einmal über den Rechtsaußen, der heute gespielt hat. Und sicherlich hängt das irgendwo damit auch ab, was unsere Absprachen sind. Das heißt, ich möchte nicht, und das möchte, glaube ich, kein Trainer, dass wir Harakiri spielen im Angriff. Und es könnte ja sein, dass die Absprachen mit Thomas schon sind, dass er erstmal in der Ecke die Breite hält. Und eine wichtige Aufgabe hat er heute wahrgenommen. Und das hat auch in der ersten Halbzeit sehr gut geklappt. Und mit 36 Toren in Summe, er hat viel Druck aus der schnellen Mitte entwickelt, zusammen mit Adrian Müller. Und hatte da auch einige positive Aktionen und hat vor allen Dingen auch die Abwehr von Hamm von Anfang an vorgesetzt. Er ist abhängig als Außenspieler auch von Zuspielen und dazu kommt sicherlich auch, dass er erstens durchspielt und zur Gesamtleistung gehört dazu auch noch eine solide Abwehrarbeit. Von daher bleibe ich dabei, dass Thomas schon ein ordentliches Spiel gemacht hat, auch wenn er sicherlich erfahrener Spieler ist und wir uns immer wünschen, dass er immer gut spielt. Heute hat er es gemacht und ich hoffe, daran kann er anknüpfen. Gut,
Gut, haben wir das jetzt geklärt. Der Hinweis nochmal, das nächste Heimspiel ist hier für Eisenach am Samstag nächste Woche gegen die SG Leutershausen. Heute waren 1804 Zuschauer, ich glaube, die haben hier kommen nicht gereut. Vielleicht werden sie die Zuschauer und der eine oder andere mehr. Euch eine gute Heimfahrt, uns allen noch ein schönes Wochenende, bis demnächst. Tschüss.